Crazy Hornet, Moto V-Lucky. So, wir sind jetzt hier an der Landstraße angehalten, um ja, die Kameras anzubauen. Brumm, 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 brumm. Kamera läuft aber, oder? Weiß ich nicht, wohin, aber irgendwohin läuft sie bestimmt. Nein, ob die an ist, Mann. Welche denn von den dreien? Meine. Ja, sie hat doch gepiept, oder nicht? Ja. Ja, dann sollte sie rein theoretisch normalerweise an sein. So, warte mal, hier ist ja der Bordstein nicht so hoch. Bei mir piepst du leider öfter mal. So, frei. Ja, denn. Freie Bahn mit Marzipan. Ab geht der Klaus-Peter. So, was ist denn hier los, oder was? Haben wir alle mal 60, weil wir wieder irgendwie geistige Differenzen haben? Siehst du, ich... Die Stulloper! Ich kann auch nicht überholen. Nein, dann nicht. Weißt du, was mir gerade einfällt? Nee. Oh. Ich glaube, ich habe doch was verloren. Was hast du verloren? Mein Notizbuch. Notizbuch? Ja, ich habe doch ein Notizbuch. Also, um es genau zu erklären, ich habe ein Notizbuch, wo ich immer so, wenn mir Sachen einfallen, worüber man in Motovlogs reden könnte, die schreibe ich dann da halt rein. Beziehungsweise habe ich da rein geschrieben. Und das hatte ich in meinem Rucksack. Und mein Rucksack ist auf der Autobahn aufgegangen. Ich bin quasi anderthalb Stunden mit offenem Rucksack über die Autobahn gefahren. Und jetzt, wenn ich so recht überlege, ich habe mein Notizbuch im Rucksack nicht mehr gesehen jetzt. Das wird, wo fahren die hier für? Alter. Das wird wahrscheinlich jetzt auf der A7 irgendwo rumliegen. Guck mal hier, ey. 3 Kilometer vor blinkt er. Naja, wenigstens blinkt er, ne? Ja, ja. Alter, ordne dich links ein, du! Nicht so aggressiv. Doch! Muss ich leider sein. Ich bin ein bisschen auch unentspannt. Ich wollte mich nämlich gerade derbe ärgern. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal ins Notizbuch gucken, welche Themen wir denn jetzt heute so abhandeln können. Aber, ja, wie soll ich sagen? It's gone. Ich glaube, also das ist nicht mehr in meinem Rucksack gewesen. Das wäre mir das ja eingefallen, dass ich da noch reingucken wollte, ne? Scheiße, Alter. Was, ey, Alter, mit der fährt nicht in der Naht zurecht. Ich glaube, ich muss ihn gleich umbringen. Nein. Du kannst sie nicht alle töten. Aber eben. Ich kann es versuchen, oder? Versuchen kann man es auf alle Fälle. Also wenn sie ja, wir sind übrigens wieder in Timmendorf. Ja, die Hauptstadt der Gestörten. Also wenn man zu Besuch ist. Ne? Also die Touris. Die verlernen dann spontan am Bordeingangsschild das Autofahren. Komplett. Meinst du, die verlernen das? Ich bin eher der Meinung, die konnten es vorher auch nicht. Und leben dich dann noch richtig aus? Das kann natürlich auch sein. Oh, verschmutzte Fahrbahn, oh geil. Sauber aus. Ja, irgendwie, eigentlich. Das ist, damit du extrem langsam fährst. Okay. Sie fahren. Ich fahre gar nicht. Okay. Oh, du bremst. Dein Bremslicht sieht man nicht so gut, ne? Nee. Aber du merkst das, wenn ich das nicht sehe. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich ja eigentlich auch gar nicht, weil ich die bremse. Ja, eben das. Oh, ja, ich hab's gemerkt. Da war die verschmutzte Fahrbahn. Ja, wieso? Also, wieso macht man hier Rollsplit hin? Ja, weiß ich nicht, Alter, weil die grenzwertig gestört sind, die Menschen hier. Keine Rollsplit Ahnung. Ist doch eigentlich für Asphalt, wenn der zu weich ist, oder nicht? Ja, damit du besser hinfahren kannst vielleicht, oder was? Ach so. Oder vielleicht hat einer Öl verloren. Oh, was ist denn hier? Mutti. Lass die Mutti in Ruhe. Häuschen. Die genießt ihr Fahrradfahren aber auch so ein bisschen sehr, ne? Du weißt, weil der Sattel so tief drin steckt? Nee, die hat gar keinen Sattel, Digga. Oh. Oder wollen wir noch geradeaus fahren, nochmal eine Dorfrunde drehen? Dorfrunde. 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 Definitiv Dorfrunde. Na, aber sowas vor. Dorfrunde.
Alter Mäuse, du hast aber auch. Ja, das sind ja. Ich mag das ja, wenn die mehr Hupen als Bauch haben, ne? Ich sehe, ich hab da schon froh, wenn sie Zähne haben. Ey. Das sind schon die Guten mit Zähne. Ja, mit Zähne sind schon die Guten. Ja. Nein, natürlich nicht. In Kiel gibt's fast nur hübsche Frauen. Das variiert natürlich von Stadtteil zu Stadtteil. In dem einen haben sie mehr Zähne, in dem anderen weniger. Aber im Grunde genommen, ja, im Dunkeln sind alle Katzen grau. Richtig. Apropos Frau, ich habe auch wieder eine. Ja, jetzt gibt man nicht so an. Die ist auch schon Bootrand mitgefahren. Und sogar ein zweites Mal, ohne dass sie durchdreht. Alter, was ist das denn? Hat aber einen schönen Hut. Ja. Der Hut sieht gut aus, der Hut. Ja, das ist deine Liga. Schön türkis Oberteil. Geil. Hat aber einen schönen Bart. Habe ich mir auch gerade gesagt. Aber ich wollte es nicht sagen. Ich habe gedacht, ach. Ich glaube, ich drehe um und frage, ob ich mal dran lecken darf. Und sein Bärtchen. Sagst du, hast ein Bartfetisch. Ja. Und da Frauen so selten Bart haben, fragst du einfach, ob du an seinem lecken darfst. Ja. Das ist bestimmt auch geil. Junger Mann, ich habe da mal eine diskrete Frage. Dürfte ich vielleicht mal an ihren Bart lecken? Dürfte ich mal an ihren Bart lecken, ja. Und wenn sie nichts ausmacht, könnten sie mir dabei einen runterholen. Oh mein Gott, Alter, das ist ja schon wieder... Ja, was machst du, wenn er ja sagt? Ja, wenn du einen Bartfetisch hast, dann stehst du doch da drauf, oder? Oh, wir sind ja schon die Straße. Ja, ich habe gerade auch gedacht, so, wo will er denn, welche Haltelinie will er denn fahren? Ich war verwirrt. Hier, komm. 5 Euro, wenn ihr schön einen auf den Arsch haut. Ah, ich... Oder ihm. Die Tür zu treten, Alter. Schön einklemmen. Schön richtig gegendreschen. Und wenn er schreiend auf dem Boden liegt, so, man brüllt nicht so rum, ich hab mich auch erschrocken. Ja, wir sind heute schon wieder extrem nett, ne? Auch süß. Schüttel deinen Speck. Mmh. Alter, oh, hier, krass, mein Haarunfall, krass. Ja, krass Vorfall. Was meint er denn da, Alter? Kann sich nicht entscheiden, oder was hier? Oh, die ganzen Mutigen, Alter. Du hast aber auch, die Schuhe passen ja auch extrem zu deinem Outfit. Mama mia, Alter. Oh Gott, ey, das ist so... Das ist auch schön, eine schöne Lästerrunde durch Timmendorf, ne? Ja. Das ist ja schon auf alle Fälle schon mal der erste Teil von unserem Dual-Vlog. Und was hat der jetzt für einen Auftrag hier? Rückwärts? Wo will er denn hin? Lästerrunde durch Timmendorf. Schön die komischen Gestalten hier angucken. Echt, Alter, wenn hier die Urlauber sind, das ist echt schön. Da siehst du echt alles. Da siehst du Sachen. Die willst du gar nicht sehen, musst du aber leider. Wie zum Beispiel die nackte Oma. Ach, guck mal, die geht mit ihren Hamster spazieren, das ist ja süß. So, zum Beispiel die nackte Oma, die sich vor dir gepückt schönen Muscheln sammelt. Ah, oh, ja. Toll. Und du siehst, schwarze Löcher existieren. Oh Gott, Alter. Oh, der freut sich. Ja, du fährst mir gleich hier rein. Fahr weiter. Winkst ihn ran, lässt ihn dir hinten reinfahren und kassierst die Versicherung. Schön. Ach Mensch, hier, guck sie dir an, die Leute. Schön, ne? Schön. Ja, hier. Ist doch echt so schön. Das ist die Streifenfamilie hier, Alter. Alle Streifenoberteile. Geil, ey. So, hier habe ich mal gearbeitet, Alter.
Guck mal, die war auch schon ein bisschen länger in der Sonne. Ah, blöd. Dann fahren wir mal links rum, ne? Okay, wenn du das sagst. Können wir ja eigentlich auch bald beim Chinamann essen. Alter, im ersten Gang ist die so böse, ey. Da hab ich ja noch richtig Schiss. Mal hier. Hallo. Hallo. Ja, fahr doch mal neben sie. Nee, die doch. Will ja nicht rechts abbiegen. Ja und? Die kannst du vorfahren lassen dann. Ja, die muss doch ein paar Jahre auf der Weide. Meinst du? Ja. Weiß ich nicht. Bist du neben sie fahren? Was machst du denn da, Alter? Sie versucht aus ganz gekonnt zu ignorieren, ey. Ich sehe sie nämlich genau in ihrem Rückspiegel, was für eine Flunsch sie zieht. Oh, wie alt? Ja, ist wirklich ein bisschen jünger. Alter, ist das warm an den Beinen, Alter, ekelhaft. Ja. Schon ein bisschen warm, ne? Jo. Du blinkst. Der Gang ist so übel, Alter. Wie ist der zweite so pervers? Was ist er denn? Was hat er denn hier für einen Auftrag, Alter? Oh, Opi, Alter. Er will jetzt nicht sein... Ist nicht sein Erd, er will jetzt seinen Einkauf über die B76 schieben, ja? Anscheinend. Herr Opi, ich wünsche dir mal viel Glück. Zur Information, Krieg ist vorbei, hier fahren jetzt sehr viele Autos. Oh Mann, hör auf, es tut mir leid, ey, ohne Scheiß. Sag mal, haben die hier nicht irgendeine Fußgängerüberführung, Unterführung? Nee. Wollen wir ihnen mal rüberhelfen? Ja, wie willst du das machen? Ja, die Straße einfach mal absperren. Nee, hör auf, drei Spuren, Digga, das ist ein bisschen sehr heftig. Aber ich glaube, das steht hier noch bis Weihnachten. Ja. Wir stehen ja schon ewig. Deswegen, ja.